Lampuki-san Gaming ist hier, vorbildlich an alle, die immer noch dran geblieben sind, denn jetzt geht's weiter mit dem harten Panzervandalismus. Den schnappen wir uns als nächstes, dafür brauchen wir erstmal ein Fahrzeug. Ja los, steig ein. Pass auf, dann müssen wir jetzt... Oh nein, Pierce, jetzt haben wir eine jetzt haben wir eine Mission gestartet, das wollen wir doch nicht. Shit, wo ist jetzt der harte Panzervandalismus? Er ist jetzt weg. Wieso ist der jetzt weg? Shit. Kann man diese Mission nochmal abbrechen? Aktuelle Aufträge. Steelport, ich komme. Geht offenbar nicht. Jetzt gucken wir mal. Triff dich mit Pierce. Man kann diese Mission... Man, we gotta get a new place. That studio shit ain't working at all. Oh, spend too much time in posh hotels. I can't help it that the rest of the world treats the Saints right. Doesn't mean we should get soft. I hear you. Listen, how about you and me roll around the city and see what Steelport has to offer? You convince me. Just meet me at the park. I'll pick you up. Okay, dann machen wir eben eine Hauptmission. Das ist ja auch nicht schlecht. Wir haben jetzt ein bisschen Panzeramoklauf gesehen. Müssen wir ja auch nicht jede Mission eigentlich anschauen. Das ist auch wieder richtig. Dann machen wir jetzt immer noch eine Hauptstory. Dann gucken wir mal. Wir treffen uns mal mit Pierce und gucken uns ein bisschen an, was die Stadt zu bieten... Steelport? Stillwater? Stillwater heißt sie, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Was die Stadt zu bieten hat, das gucken wir uns jetzt mal an. Okay, hier ist der Spot. Let's go. This car could use a little tuning. Let's find a rim jobs and get it cleaned up. Alright, wir müssen den Rim Jobs finden. I know, but you're always pissed off. Our girl's not as crazy as you. Don't worry. I'll keep an eye on her. Rim Jobs, das sind die Autotuning Dingers, ne? Long time. He was there when I first joined the Saints. Shit. What was he like back then? He mellowed with age. Until Aisha died. And he was fucking pissed. Und das Coole an diesem Spiel, hier können wir ja wirklich alles tun. Wir können auch Polizeifahrzeuge, diese Panzer, diese fetten Geländefahrzeuge, Feuerwehrautos, wir können hier alles pimpen und tunen. Das ist richtig geil. Das ist der abgedrehte Faktor im Vergleich zu GTA. Okay, hier haben wir das Rimjobs gefunden. Das ist eins von diesen grünen Dingers, ne? Oh, okay. Bandenoperation entdeckt. Wir fahren mal hier rein. Ey, offen lassen. Danke. Geh jetzt zum Mechaniker. Was sollen wir tun? Guck mal, wir können die Leistung erhöhen. Wir können die Karosserie modifizieren. Lackierung, Räder, Spiel fortsetzen. Mal so auf Leistung. Guck mal, was das kostet. Drehmoment Stufe 1 kostet 200. Ab dafür. Stufe 2 geht auch noch. Finden das Ding richtig hoch. So. Alter Lachs, jetzt geht's ab hier. Jetzt können wir das Ding... Wir verschwenden mal noch nicht so viel Zeit da rein. Aber so ein dezenter Spoiler. Für 100, das ist ja gar nichts, ey. Decker, Motorhaube, Frontstoßstangen, Auspuff. Nee, das brauchen wir nicht. Lackierung, da brauchen wir jetzt, pass auf. Karosseriefarbe. Was ist Lack 1? Ah, können wir doppeln, ne? Lack 2. So, unten. Und Lack 3 sind wir Torhaube. Und jetzt könnt ihr, jetzt kann ich euch mal sagen, wo die Lampukistan Gaming Farben herkommen. Die kommen nämlich genau von diesem Spiel. Guck mal, den machen wir. So. Lack 2. Machen wir auch noch lila. Machen wir natürlich auch noch das hier. Und, Lack 3 gibt ein schönes Gelb. Hm, beim Gelb müssen wir mal schauen, welches wir da nehmen. Würde dahin tendieren, ne? Und auch hier so ein glänzendes Ding hier. Perlmutt-Effekt. Alles klar, Spiel vor... Na, Räder? Na, Quatsch. Spiel fortsetzen. Okay, wir haben unser Fahrzeug getuned. Das Car hat ein bisschen mehr Style. Now it's our turn. Head to Planet Saints. I don't know, man. That's like wearing the band's t-shirt to the concert. Nothing wrong with wanting to look good. Hey, I always look good.
Schauen wir mal, ob sich das Motortuning direkt bemerkbar macht. Kann irgendwie den Radiosender nicht. Was ist das? Verbesserungsshop? Irgendwas? Ich würde gerne den Radiosender ausschalten. Das geht aber leider nicht. Sehe ich jetzt auch nicht, warum. Gut. 1000 Meter. Oh, Motorradfahrer. Knapp verfehlt. Oh shit, nee, wir müssen hier rechts weiter. Ja, nee, das geht nicht. Radiosender kann man nicht deaktivieren. Egal, müssen wir mal schauen, warum das jetzt gerade nicht funktioniert. Kann man, pass auf, wenn ich lang gedrückt halte. Es war bei GTA, ne? Lang Steuerkreuz in der Richtung gedrückt, dann hat sich der Radiosender automatisch ausgeschalten. Scheint hier irgendwie nicht ganz so gut zu funktionieren, aber das finden wir noch raus. Wir begeben uns jetzt mal zu Planet Saints. Und gucken wir mal, was da abgeht. Geisterfahrer. Oh, jetzt leckt irgendwie ein bisschen oder hakt ein bisschen. Okay, raus aus dem Ding hier. Und ab dafür. Ah, hier können wir uns umziehen. Oder? Ist das, wo wir Kleidung kaufen können? Genau. Planet Saints. Okay. Gut, jetzt haben wir uns das auch angeschaut. Kaufe Kleider. Wir müssen was kaufen. Okay, pass auf. Dann schauen wir mal, was für Anzüge es gibt. Ne? Wir haben noch 6000. Jesus, ein Assassin's Creed-Ding. Der Z, Alter, das ist er. Das ist er eindeutig. Hier kaufen. Alles klar. Würdet ihr von diesem Mann... Alter, was ist denn jetzt los? Oh shit, wie war das nochmal mit Kreis gedrückt halten? Ne? Alter, was ist denn das für einer? Alter, Lachs. Oh, ey. Lass mich doch mal jetzt hier. Alter. Erst nochmal kurz klarkommen, wie man hier, Das sind diese Elite-Typen oder sowas von den einzelnen Fraktionen. Oh, der hat sich schön da hinten reingepackt. Komm, 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 komm. Gut, jetzt müssen wir ihn finishen. Mit Handgranate. Wunderbar. So. Oh, das war ein Passant. Nehmen wir die UC. Kehre zu einem geheimen Unterschlupf zurück. Es ist natürlich jetzt die Frage, kommen wir da einfach so durch? Schnappen wir uns mal das Fahrzeug von den Bösewichten. Oh nein, wir müssen den Typ mitnehmen noch, ne? Los, steig ein, der brennt. Los jetzt, rein mit dir. Pierce. Nee, offenbar müssen wir nicht auf ihn warten, oder? Wir fahren einfach mal. Oh nein, ich bin dabei, einen Begleiter zu verlassen. Shit. Ah, der ist es geil. Er hat sich im Fahrzeug gepackt und ist uns hinterhergefahren. Jetzt komm schon, steig mal in das scheiß Ding ein hier. Alter Schwede. Heil mit dir jetzt. So. Abflug. Okay, er feuert noch raus aus dem Fahrzeug. Richtig geil. Okay. Na komm, baller doch nicht so wild in der Luft umher. Sonst entkommen wir nie. Alter Schwede. Oben lang. Oh shit. So, es ist jetzt die Frage. Reicht das, wenn wir einfach hier zu diesem Ding hier laufen? Oder müssen wir auch noch rein? Bekanntheit. Ja, wir müssen uns ein bisschen verstecken. Okay. Und das war's offenbar. Steelport, ich komme. Nächste Hauptmission ist abgeschlossen. Würde ich sagen, das machen wir doch immer so. Wir machen immer so ein, zwei Aktivitäten und dann packen wir uns eine Hauptmission, würde ich sagen, oder? Das klingt doch recht gut. Schauen wir mal ein bisschen. Bargeld. Dicke 6000 haben wir bekommen. Fett Respekt. Oh, halbes Level. Sehr geil. Gut, wenn euch diese Freitagabend-Session mit bisschen Aktivitäten und eine Hauptstory gefallen hat, dann lasst mir doch auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, am besten auf allen drei Videos. Und dann würde ich sagen, morgen Abend, Samstag, sehen wir uns doch gleich wieder mit Saints Row the Third Remastered. In diesem Sinne, macht's gut, bis dahin, ciao und bloß keinen Stress.